Ich saß gestern auf meiner Couch und bin so durch den Instagram-Feed durchgescrollt und habe dann ein ganz spannendes Video gesehen. Das blende ich euch einfach mal hier ein. Ich habe hier jetzt ein Langzeit-EKG am Bauch, ne, um meinen Herzschlag mal zu überprüfen. Und er geht direkt auf 180. IHK, 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 IHK. Kacke. Diese scheiß Bude, ey. Wirklich, mein Erzfeind ist wieder da und schickt mir 6 Briefe. Und das Ganze hat mich dazu motiviert, einfach mal ein Video aufzunehmen über die IHK oder wie sie auch manchmal genannt wird, das wahrscheinlich teuerste Zeitschriftenabo in Deutschland. Was ist diese IHK eigentlich? Die IHK ist die Industrie- und Handelskammer. In Deutschland gibt es unterschiedliche Kammern, zum Beispiel auch die Handwerkskammer oder die Architektenkammer, die Rechtsanwaltskammer, die Steuerberaterkammer und so weiter. Aber die meisten von euch werden eher zur IHK zählen. Das heißt, für euch ist die Industrie- und Handelskammer zuständig. Diese Kammer oder alle Kammern sind Körperschaften des öffentlichen Rechts und dafür da, deine Interessen politisch zu vertreten. Und diese IHK sind regional zuständig. Das heißt, du bist bei deiner IHK Mitglied. Und zwar nicht freiwillig, sondern du bist Pflichtmitglied. Das ist übrigens auch ein großer Vorteil von Freiberuflern, weil Freiberufler sind nicht in der IHK, aber Gewerbetreibende sind in der Regel Pflichtmitglied in der Industrie- und Handelskammer. Das Ganze wäre ja überhaupt gar kein Problem, wenn diese Mitgliedschaft kostenlos wäre. Ist sie aber nicht. Das heißt, wenn du dich selbstständig machst und ein Gewerbe anmeldest, dann wird sich ziemlich zügig die Industrie- und Handelskammer bei dir melden und dich dann auffordern, dich auch da anzumelden. Und dann bist du IHK-Mitglied und musst Beiträge bezahlen. Und das Ganze musst du auch zahlen, vollkommen unabhängig davon, ob du die Angebote der IHK in Anspruch nimmst oder ob du vielleicht den politischen Kurs dieser IHK magst oder auch nicht magst. Du musst zahlen. Das heißt, das Ganze ist so freiwillig wie die Einkommensteuer oder die GEZ. Und wir schauen uns jetzt einfach mal den Beitrag etwas genauer an. Der Beitrag, der setzt sich nämlich aus 2 Bestandteile zusammen. Und zwar gibt es einmal den Grundbeitrag, der richtet sich nach der Größe des Unternehmens. Das heißt, je nachdem, wie groß dein Unternehmen ist, zahlst du etwas mehr oder entsprechend auch weniger an die IHK. Und dann gibt es noch eine Umlage. Die Umlage beträgt 0,17% von deinem Gewinn, den du nochmal extra abdrücken musst. Und von dieser Umlage gibt es auch einen Freibetrag und der liegt aktuell bei 15.340 Euro. Das heißt, 15.340 Euro darfst du ja quasi IHK-beitragsfrei verdienen. Ich denke, die ganzen Mechanismen rund um den Beitrag werden am besten deutlich, wenn wir einfach mal 2 Beispiele durchrechnen. Und zwar einmal eine relativ kleine Selbstständigkeit, zum Beispiel eine nebenberufliche Selbstständigkeit. Ich mache beispielsweise 10.000 Euro Gewinn mit meinem Gewerbe. Und dann schaue ich in die Liste, schaue mir an, wo lande ich eigentlich bei 10.000 Euro Gewinn und das sind 25,60 Euro. Das heißt, ich zahle 25,60 Euro plus die Umlage, aber da habe ich einen Freibetrag von 15.340 Euro. Das heißt, auf 10.000 Euro Gewinn gibt es keine Umlage und mein gesamter IHK-Beitrag liegt somit bei 25,60 Euro. Pro Jahr. Das Ganze sieht natürlich ein bisschen anders aus, wenn mein Unternehmen größer ist. Das heißt, gehen wir mal davon aus, ich mache 100.000 Euro Gewinn. Und dann schaue ich wieder in die Liste, wie hoch ist der Grundbeitrag. Der liegt bei 100.000 Euro Gewinn bei 102,40 Euro. Und dann kommt dazu noch die Umlage. Ich habe wieder 100.000 Euro Gewinn. Ziehe davon den Freibetrag ab, also 15.340 Euro. Verbleiben 48.660 Euro. Das rechne ich dann mal 0,17% und das ergibt 143,92 Euro. Dann rechne ich den Grundbeitrag und die Umlage zusammen und lande bei einem IHK-Beitrag von 246,32 Euro. Das ist dann das, was ich einmal im Jahr an die IHK zahlen muss. Und dann gibt es noch eine Vereinfachungsbefreiungsregelung für Gründer. Gründer bist du immer dann, wenn du in den letzten 5 Jahren nicht unternehmerisch tätig warst. Das heißt, wenn du wirklich neu gründest. Wenn du beispielsweise letztes Jahr selbstständig warst und die Selbstständigkeit hat nicht funktioniert, die hast du abgemeldet und in diesem Jahr machst du dich wieder neu selbstständig, bist du kein Neugründer. Dein Business ist zwar neu, aber für die Definition der IHK bist du dann kein Neugründer und hast deswegen kein Anspruch auf diese Befreiung. Und dann gibt es diese Befreiung auch nur für natürliche Personen. Das heißt, Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften haben diese Möglichkeit nicht und du darfst auch nicht im Handelsregister eingetragen sein. Und ganz wichtig, dein Gewinn darf nicht über 25.000 Euro liegen. Und wenn du diese Bedingungen erfüllst, dann zahlst du in den ersten 2 Kalenderjahren, in denen du selbstständig bist, gar keine IHK-Beiträge.
Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich dir empfehle, nicht unbedingt im Dezember zu gründen, weil dann ist das erste Kalenderjahr ganz schnell vorbei. Aber gehen wir mal davon aus, du gründest im Januar 2024, dann bist du im Jahr 2024 und 2025 komplett IHK-beitragsbefreit. Oh Gott, was für ein Wort. Und danach, die 2 Jahre, zahlst du keine Umlage. Dann zahlst du nur den Grundbeitrag. Das heißt, du hast mehr oder weniger bis zu 4 Jahre eine Beitragsbegünstigung als Gründer. Jetzt haben wir uns angeschaut, was du bezahlen musst für diese Mitgliedschaft. Stellt sich natürlich die Frage, was bekommst du denn für dieses Geld? Und Finn Kliman hat das ja schon so schön gezeigt. IHK, 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 IHK-Kacke. Du bekommst viele Briefe. Du bekommst regelmäßig so eine schöne IHK-Zeitschrift. Ganz ehrlich, ich habe sie noch nie aufgeschlagen. Ich kann dir also nicht sagen, ob sie interessant ist oder nicht. Deswegen sagt man auch, es ist das teuerste Zeitschriftenabo, was es in Deutschland gibt. Aber die IHK macht tatsächlich auch ein paar Dinge, die ganz interessant sein können. Und zwar gibt es ja regional so Netzwerkveranstaltungen. Das heißt, wenn du irgendein regionales Geschäft hast, kann das interessant sein, zu diesen Netzwerkveranstaltungen zu gehen. Die IHK veranstaltet regelmäßig auch so Seminare und Fortbildungen und so weiter und kümmert sich um die Berufsausbildung. Das heißt, wenn du irgendwann einen Azubi in deiner Selbstständigkeit, in deinem Unternehmen ausbilden möchtest, dann ist die IHK dein Ansprechpartner und dann bekommst du da auch alle Verträge und so weiter. Ganz konkret nehme ich mehr oder weniger nur eine einzige Dienstleistung von der IHK in Anspruch, und zwar findest du da tatsächlich regelmäßig sehr gute Vorlagen. Vorlagen für Arbeitsverträge, wie zum Beispiel so ein Ausbildungsvertrag und so weiter. Das heißt, wenn du irgendwann mal Verträge suchst, die du ja für deine Selbstständigkeit brauchst, schau unbedingt mal auf der Webseite der IHK vorbei. Allerdings kommen wir da auch schon zum, ja, ich würde mal sagen, großen Kritikpunkt. Und zwar, heutzutage ruft man da ja nicht mehr an oder schickt einen Brief hin, sondern man googelt einfach. Und ich kann dir hier an dieser Stelle sagen, die Webseiten der IHK, die sind vertrauenswürdig. Aber du musst da ja nicht die Webseite deiner IHK nutzen. Du kannst ja so einen Arbeitsvertrag auch von der IHK aus einer ganz anderen Gemeinde einfach nehmen und da die Verträge runterladen. Das heißt, diese regionale Zuständigkeit der IHK ist meiner Meinung nach so ein vollkommen veraltetes Konstrukt. Und die meisten von uns sind gar nicht so regional irgendwie verbunden, dass wir jetzt unbedingt Dienstleistungen von der regionalen IHK in Anspruch nehmen. Ich meine, du schaust gerade ein Video auf YouTube, was dir Steuern erklärt. Das Ganze könnte vielleicht ja auch die IHK erledigen, aber heutzutage informiert man sich einfach ganz anders und man tauscht sie auch anders aus. Das heißt, die ganzen Themen, Vorlagen, Beratungen, Seminare, aber auch Netzwerk finden wir ja eher online und nicht unbedingt bei Veranstaltungen der regional zuständigen IHK. Das kann bei dir ganz anders sein. Wenn du so ein Handwerksbetrieb bist oder wenn du ein Ladengeschäft öffnest, dann gibt es Sinn, dass du dich vielleicht mal an die IHK wendest und einfach mal schaust, was da geplant ist oder wofür die sich einsetzen. Vielleicht bringst du dich auch dann selber aktiv ein. Aber die allermeisten Selbstständigen beschaffen ihre Informationen und auch ihr Netzwerk inzwischen ganz anders. Und da wirkt die IHK ganz häufig ja, wie so ein Dinosaurier in der heutigen Zeit. Und das ist auch so mein größter Kritikpunkt. Das Ganze hat seine Daseinsberechtigung. Die machen tatsächlich gute Arbeit. Wenn du Informationen brauchst und du bekommst diese Informationen von der IHK, dann kannst du dich in der Regel darauf verlassen. Aber warum muss das Ganze verpflichtend sein? Mach doch die IHK-Mitgliedschaft einfach freiwillig. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch zum Beispiel Ausbildungsbetriebe dann gerne tatsächlich Mitglied werden, weil da bekommst du tatsächlich einiges geboten. Aber wenn du all diese Dinge einfach nicht brauchst, musst du halt trotzdem bezahlen und am Ende profitieren dann vor allen Dingen die Leute, die in der IHK arbeiten und da ihr Gehalt verdienen, aber halt auch diejenigen, die paar, die das dann in Anspruch nehmen. Und damit kommen wir auch so ein bisschen zu meiner persönlichen Meinung. Was machen wir jetzt mit der IHK-Mitgliedschaft? Ja, und was sollen wir damit machen? Die Mitgliedschaft ist verpflichtend. Du musst diese Beiträge bezahlen. Du kannst dich jetzt gerne darüber aufregen. Du kannst gerne irgendeinen wütenden Kommentar ins Internet schreiben. Ich lade dich herzlich dazu ein, hier den Kommentarbereich unter diesem Video dafür zu nutzen. Also kotz dich gerne einmal so richtig über die IHK aus. Ja, und dann muss es danach trotzdem bezahlen. Das heißt, es ist halt eine Pflichtmitgliedschaft. Das ist jetzt halt einfach so, da jetzt wirklich ernsthaft viel Energie darauf zu verwenden, das nicht zu bezahlen, das zu boykottieren oder sich politisch zu engagieren, um das abzuschaffen. Das kannst du alles machen, wenn du Langeweile hast. Ich persönlich finde den Beitrag jetzt nicht so exorbitant hoch und deswegen muss ich ganz ehrlicherweise sagen, ich fahre am besten damit, einfach das zu bezahlen, was die IHK haben will.
und danach möglichst schnell nicht mehr darüber nachzudenken. Das Ganze ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich hoffe, da gibt es irgendwann mal irgendwelche Reformen und ich wäre auch der Erste, der dafür stimmt. Aber ehrlicherweise ist mir meine Energie und meine Zeit einfach zu schade, mich lange darüber aufzuregen. Aber es gibt natürlich auch praktische Hilfen für deine Selbstständigkeit. Zum Beispiel diesen YouTube-Kanal, den du unbedingt abonnieren solltest. Und es gibt natürlich auch noch eine ganze Reihe an Dienstleistern und auch Tools, die dir dein Leben als Selbstständiger einfacher machen. Ich habe dir unten in der Videobeschreibung mal eine ganze Reihe davon verlinkt. Pack dir den Link aber auch gerne noch einmal hier hin. Oder du schaust einfach jetzt direkt die nächsten Videos, vielleicht ein bisschen erfreulichere Themen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.